Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean mit dem Feljack. Ja, wir waren gerade im verstrahlten Biom, haben uns erstmal richtig schön Kobalt geholt. Nicht viel, aber es reicht, um zumindest zwei Kobaltbarren herzustellen und damit wir eigentlich den T2-Bohrer haben, der ja jetzt kein T2-Bohrer mehr ist. Dann leckt hier schon wieder ab, ey. Und wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Basis. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie Teile durchkommen. Ja, sieht aber gut aus. Das werden wir wohl schaffen. Ja, ein Cirax-Gebiet weit und breit. Gehen wir noch ein bisschen farmen. Eventuell gucken, ob wir noch, wie viel Mats wir noch haben. Schon mal die ersten Komponenten für unser Raumschiff herstellen. Dann hat ja gesagt, ich möchte mir gerne ein Gunship bauen. Da kommt auch gleich ein Warp-Antrieb mit rein. Schutzschild weiß ich nicht, lasse ich glaube ich weg, aber wir sollten mal ein Schutzschild langsam für die Basis bauen. Aber in die Schiffe und so muss das nicht unbedingt sein, also nicht schön. Siliziumlager, endlich mal. Das suchen wir doch. Das müssen wir mal wegfarmen, aber erst wenn wir den Bohrer haben. Destroyed Mining Tower. Die sind nicht so dolle, ne? Ja, da sind oben in diesen Dingern sind ab und zu, ja, egal. Brauchen wir jetzt nicht. Noch ein Kupferlager. Auch markiert. Wieder eine Mine. Wow. Wow. Das ist schon drei Gebäude, die wir jetzt raiden können. Aber da braucht der Feljack mal noch ein bisschen bessere Waffen. Aber wir haben noch, ihr seht schon, wir haben noch einiges vor uns, einiges. Drei Basen zum Raiden. Ansonsten, wir verpissen uns erst auf einen anderen Planeten und machen da ein bisschen Randale. Unsere Basis natürlich noch weiterhin ausbauen. Holz haben wir jetzt auch gefarmt. Das heißt, wir können auch Nährstofflösungen herstellen, beziehungsweise die Beete. Heute mal ein bisschen näher am Monitor. Ich hoffe überhaupt, ihr versteht mich. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen zurücksetzen. Das mache ich aber jetzt schon die letzte Folge auch schon. So, mache ich bequem hinsetzen. Und mir tut immer der Pippo so weh von dem blöden Stuhl. Könnt ihr mich übrigens supporten unter dem Video. Ist ein Amazon-Link. Ja, warte mal. Weißt du, was jetzt mal machen? Penner, die kommen nicht, die kommen von da, die Cirax. Den Gleiter auf andere Seite stellen, der ein bisschen in Sicherheit steht. Auch wenn das echt voll das Kackding ist. Aber haben oder nicht haben. So, jetzt holen wir mal unseren Stuff hier raus. Kommen jetzt nicht alles auf einmal raus. Das macht ja nichts. Ein Wi-Fi hierfür, Leute, brauchen wir jetzt natürlich nicht. Was leckt das so, ey? Das ist ganz schlimm in letzter Zeit. Ganz, ganz, ganz schlimm. Hier das Holz rein. Mal gucken, den Stapel können wir da auch gleich mit reinmachen. Das Moped wieder. So. Ja. Das auch mit rein. Dann. Ja, den können wir auch gleich ausstellen eigentlich, ne? Zwei Generator. Kann da mit rein. Was kommt hier rein? Na gut. Komm hier, fangen wir jetzt hier mit rein. Krimskramkiste war hier erstmal.
Pflanzen. Genau wie das Medipack. Mal hier alles rein. Den können wir uns gleich ja ausrüsten. Dann lassen wir den anderen Kram noch holen. So, machen wir das alles raus. Komm ich mit rein? Wer kommt mit rein? Wenn es denn mal kommt, wir nehmen den gleich mit raus. Und den. Cushing Warp Antrieb für kleines Raumschiff. Ach, Alter, haben wir ein Glück. Wir haben so ein scheiß Glück, ne? Wir haben echt Glück, ne? Ich habe ja eben gesagt, das Schiff machen wir dann mit, weiß schon. Gleich mit Warp Antrieb. Und wir haben natürlich einen Warp Antrieb für kleines Raumschiff gefunden. Was ja mal mega geil ist, ne? So. Alles seine Ordnung haben wir. Schon wir einiges an Blöcke zusammen. Nährstofflösung. Und übrigens hier rein. Und hier alles hin, damit ich das ein bisschen in Übersicht habe, mache ich das hier unten hin. Ich weiß, die müssen nicht in den Kühlschrank. Nicht, dass hier in den Kommentaren schreibt, Fairjack, die müssen in den Kühlschrank, ich weiß, aber ist halt so ein Ding halt, ne? Alles so Fertigprodukte und so kommt halt immer fertig. Das sind ja die Sachen, die fertig sind dann, ne? Also wenn du hier oben herstellst, hier, dann kommt das fertige Produkt hier raus. Und da das eh schon fertige Produkte sind, und ich mache immer Medikamente und sowas, mache ich immer hier rein und Pflanzen, weil du stellst das Zeug ja auch hierher. Na, hier stellst du die ganzen Medikamente her, lande ich halt auch im Kühlschrank, ne? Oder das hier, ne? Man kann das ja hier Kaffeepflanzen, Setzlinge. Ja, okay. Guck mal, wie wir jetzt noch herstellen können. Ach ne, brauchte ich, warte mal. Steinsmann gereinigtes Wasser, verdorben Lebensmittel. Steinsmann, ach, ne, haben wir genug, okay, alles klar. Nichts gesagt. Da können wir mal das Ding mal kurz. Ja, ich habe mich, glaube ich, jetzt getan, genau. Da habe ich nämlich das Multitool, das T2 weggepackt. Ach so, jetzt mal. Genau, demontieren. Pling, weg ist er. So geil, ne? Ich liebe das, ne? Haben wir ja nicht. Haben wir denn noch ein bisschen was? Zement. Danke. Wir müssen das gleich aufrüsten hier. Ist Dr. Groß. Ja, genau, ist richtig. Machen wir uns nämlich gleich den Verbesserten hier hin. So, liebe Leute. So sieht das schon besser. Hier mal gucken. Das ist Container MS-04 Large 3. MS-04 Large 3. Und das ist Container 04 Large 1. Der Ausgabecontainer. 01 habe ich gesagt, ne? Oder 1? 1 ist richtig. MS-04 Large 1. MS-04 Large 1. Ja, ja, ist richtig. Da steht eine Klammer hinter. Ist normal, oder? Ja, so. War schon richtig guten Stuff hier wieder. Haben wir schon wieder richtig guten Stuff. Können wir auch. Was ist denn das? Aus Stahl? Ja, brauchen wir nicht. Eine Basis aus Beton, aber auch nicht aus Stahl. 120 Kilo Masse.
können wir eh nicht so viel, aber ich übertreibe immer gerne. Schnell hier rein. Zack. So, bevor jetzt irgendwas anderes Großartiges machen. Rein sonst Nährstofflösung. So. Moment mal, stopp. Stopp. Hä? Was bitte fehlt hier? Ja, es fehlte doch vorhin nur eine Matrix. Wieso fehlt denn jetzt so viele hier? Elektronik, Glasfaser und Energiematrix. Silizium, war klar. Ach komm, echt jetzt? Glaube ich nicht, ne? Nur wegen, weil ich kein Silizium habe. Der will mich hier echt natzen, ne? Ja, lass ihn mal alle herstellen. Na komm, dann gehen wir mal kurz in den See. Hier muss hier irgendwo Silizium sein. Wegen so ein Käse jetzt, ne? Wegen so ein schwachsinnigen Kram wieder. Übrigens auch mal unser Wasser holen. Die liebe Ausdauer. Strand hier lang, hier ist das schon Silizium. Ja, am Anfang hat man immer so seine Problemchen, ne? Man noch einen Sprit langsam holen, wa? Aber Sauerstoffproduktion steht nichts mehr im Wege. Und ja, der wurde genervt. Ganz, ganz klar sieht man. Und merkt man auch beim Abbauen. Seit der Experimental ist hier nicht mehr. Mit geil Anfangs-Tool hier und so. Der war so imbar hier, ne? Wie schnell der abgebaut hat. Bin mal gespannt, wie der große Boris ist. Ich habe einen Seiter-Stable noch nicht einmal in den Finger gehabt. Da bin ich echt gespannt, Leute. Da bin ich mal echt gespannt. Ich hoffe, den haben sie nicht auch so mega krass genervt. Und wenn doch, ja, dann weiß ich auch nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber wenigstens ein bisschen Silizium. So, zumindest schon mal den Bohrer machen können. Meine hässliche Schnecke. Erstmal ins Gesicht, gleich erstmal richtig ins Gesicht geschossen. Der gleich der Glibber aus den Augen rauskommt. Die Sonne spiegelt sich da drauf. Raptoren da vorne. Habe ich die nicht jetzt ausgeräuchert? Aber egal, brauchen wir jetzt auch nicht. Zurück zur Basis. Und den ganzen Tag nur Silikonfarm hier. Mein Gott, pack doch nicht immer das Moped dahin. Das will ich doch gar nicht da haben. So, warte mal, wir können noch mal das Ding hier langsam setzen. Den hauen wir uns mal hier in eine Ecke rein. Will ich mal so schimpfen jetzt. So, hauen wir uns den hier hin. Aus ist er, ja, der kann auch ausbleiben. Wenn
Und der hier, der schmeißt den Scheiß raus in 1 wieder, ne? 041. Ah, genau. Der kann aber erstmal ausbleiben. Das ist eine Schmelzer. Das Ding hier. Wie heißt das? Dingen noch gleich? Keine Ahnung. Aufwerten? Nee. Ein Schmelzofen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Zeug reinpackt, dann kannst du das hier direkt schmelzen, das Zeug. Das heißt, kannst du schmelzen. Er schmilzt das für dich, wenn du das einschaltest. Also wenn du da jetzt, ich weiß nicht, ob das bei allen Metallen geht oder was, oder bei allen Rohstoffen, aber sowas wie Eisen, Kupfer und so weiter, er schmilzt das dann direkt in die Barren. So, ja, ich glaube, irgendwie so war das. Ich habe so ein Ding schon ewig nicht mehr benutzt. Die Anschaffungskosten waren immer zu immens und so. Und noch ein T2. Können uns eigentlich auch mal Tanks langsam herstellen, ne? Hat sich das ausproduziert? Halt, stopp. Erstmal hier hin. Dahin. Oh, immer noch nicht? Nee, kann ich auch nicht, wenn ich es noch im Inventar habe. Du Vollhorst. Oh, jetzt aber. Gib den Bohrer her, Junge. Was für ein Akt, ey. Den brauchen wir eigentlich auch, ne? Großer Bohrer mechanisch, den habe ich noch nie drauf gehabt, ne? Den wollte ich auch unbedingt noch mal testen, irgendwann mal. So, hat er? Hat er. Mal gucken, Raumschiff, ne? Brauchen wir jetzt erstmal Stahlblöcke auf 500. Dann bauen wir uns, ja, die sind schon cool. Nehmen wir 4. Nehmen wir 6. Oh, 6. Ne, wir wollen erstmal Starterblock noch. Die können wir auch mal langsam bauen. Und nebenbei. So, ja. Wir können Gattens bauen. Brauche ich 6 Stück von. Bin mal so frei. 8 Boxen. Dann aus 6er. Radar brauchen wir. Erstmal 6 Lichter. Kühlschrank haben wir mit. 4 Generatoren und 6 Treibstofftanks. Dann nehmen wir, uns hier 12 RTS. Cockpit. Oh, wir können eins. Nee, das ist egal. Nehmen wir die. Munition. Wenn er überhaupt das alles herstellt, ne, ist ja noch eine ganz andere Frage. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob er das alles auf die Reihe kriegt. Ich werde wahrscheinlich nicht mit Innenraum bauen, aber schauen wir mal. Dann hat das schon mal was, ein bisschen was herstellen kann. Aber ich glaube, das reicht nicht, weil ich einfach Silikon brauche. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, Leute. Aber ich habe es einfach mal mit reingeschmissen. Warp-Antrieb haben wir ja schon. So, da ist er. Endlich. Wir haben ihn. Liebe Leute, wir haben ihn. Da ist er. Tada! Oh, geil, ey. So. Alles durchladen hier. Schade, dass wir keine T2-Schrotflinte gefunden haben. Der braucht Gewehrpatronen. Das Pulsgewehr T2 ist das. Was braucht der eigentlich? Lasergewehrzellen. Kann ich herstellen? Ja, aber EK-Ladung. LS-Ladung. Basis. Nein.
Die brauche ich. Oh, muss ich noch skillen, ne? Muss Onkel Feldig noch skillen hier. Waffen. Muss ich die Laserpistole oder? Lasergewehr, ne? Oh ja, alles durchskillen. Oh, die kann. Hä? Die kann noch nicht? Warum nicht? Basis. Artilleriegeschütze. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, Artilleriegeschütze, ob die gut sind gegen, gegen Abwehr von, ne, nur für Wohnfahrzeuge, glaube ich, ne, für Raumschiffe nicht, das wollte ich eigentlich wissen. Ja, liebe Leute, sind schon wieder an einem Folgenende angelangt. Der Zieht-Tank brauchen wir. Ach, wollte ich ja nicht machen, egal. Ja, wir sind an einem Folgenende angelangt. Wieder einmal. Ich skille noch schnell zu Ende mit euch. Okay, das war's schon. Und das soll noch mit rein. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Ey, macht die Tür zu. Und die Tür zu. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich, wie gesagt, gefreut. Tanks wollen wir noch bauen, ne? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge von Imperium. Lasst mir ein Like da, Daumen nach oben, Abo, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Keine aus. Und dann würde ich sagen, schaut doch einmal noch bitte auch in meine Vintage Story Folgen rein. Lasst mir da auch ein Like da. Und würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen über euren Support. Und nicht vergessen, unter dem Video mehr ansehen klicken. Da gibt es auch noch einiges. Discord und. Aber Discord lasst mal erst noch, Leute. Ich weiß nicht, ob ich da noch aktiv bin oder. Naja, überlasse ich euch. Da erfinde auch noch Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Aber ich bin eigentlich nirgendwo jetzt großartig aktiv, noch Social Media technisch. Werde ich vielleicht auch wieder alles rausnehmen. Keine Ahnung. YouTube alleine reicht mir schon und ja. In dem Sinn, ne? Schönen Tag noch. Bis denn, sagt euer Feljack. Tschüss.